Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Terlingua Box von Mono Inc. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Terlingua von Mono Inc. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das achte Album von Mono Inc. Der Albumtitel Terlingua bezieht sich auf den Ort in Texas in den USA. Wir haben hier eine schwarz-weiße Metallbox. Auf der Oberseite lesen wir einmal den Bandnamen plus den Albumtitel. Ansonsten haben wir hier noch so einen Rahmen, so eine Zierleiste und natürlich das Logo der Band hier, der Rabe, darf nicht fehlen. Der ist hier in allen vier Ecken mit dabei und es wurde auch alles geprägt. Also man kann hier wirklich sowohl die Raben, diese ganze Leiste, als auch den Schriftzug hier alles erfüllen. Das wurde geprägt. Auch auf den Seiten ist der Rabe hier viermal vorhanden, genau, also rundum. Und auch hier alles geprägt. Und auf der Rückseite haben wir hier Limited Fanbox Number 1495. Auch wenn dieser Stempel, diese Nummerierung schon etwas erblasst ist, aber man kann sie doch noch lesen. Das liegt daran, dass diese Box auf 2000 Stück limitiert wurde. Ja, das Ganze nicht nur limitiert, sondern eben auch durchnummeriert, freut mich sehr. Meines ist eben 1495 von 2000. Dann haben wir hier noch den Barcode, die Beteiligten, die Labels. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeck lässt sich hier aufklappen. Hier sieht man auch nochmal die Prägung. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein schwarzes Säckchen hier, gebrandet mit silbernem Schriftzug. Eine Autogrammkarte. Das sieht mir nach Poster aus. Eine Bonus-EP. Ups. Und das Album an sich. Und dann haben wir hier zu unterst noch so eine kleine Schicht Luftpolsterfolie. Okay, die lassen wir jetzt einfach mal drin. So sieht das aus. Hier sieht man auch nochmal die seitlichen Prägungen. Jawohl. So. Box kommt zur Seite. Das hier ist noch eingeschweißt. Machen wir mal die Folie ab. So, am besten hier seitlich bei der Schweißnaht. Und dann schauen wir uns das mal an. So, wir haben hier spannenderweise auf der Folie nichts drauf. Dafür haben wir dann hier auf dem Album sowohl den FSK-Sticker als auch diesen Tour-Sticker. Ja, in meinen Augen hätte man das durchaus auf die Folie packen können. Naja, muss ich mal schauen, ob ich den dann einfach abbekomme, den Sticker. Hoffe doch, denn in meinen Augen verschandeln diese Sticker immer etwas die Optik. Okay, wir haben hier einmal Deluxe Digipack CD plus DVD. Dann haben wir die Tourdaten, also das war die Terlingua Tour 2015. Hier überall gab es die Band live zu sehen. FSK 12, das liegt eben an der DVD. Oben rechts den Mono Inc. und Terlingua Schriftzug. Und dann haben wir hier den Sänger der Band, der hier vor einer, ja was ist das, vor so einer abgesperrten, wahrscheinlich so eine Koppel oder so ein Feld steht. Allerdings wirkt das Ganze irgendwie recht nutzlos, denn soweit ich es erkennen kann, ist weder links noch rechts ein Zaun. Also hier ist wirklich nur dieses Gatter, nur dieses Tor. Ja, okay. Also hier Martin in feinster Cowboy-Optik angelehnt. Mono Inc. Terlingua, dann die Katalognummer. Auf der Rückseite haben wir dann die gesamte Band, also alle vier Mitglieder. Und wir haben hier auch die Tracklist. 13 Stück auf dem Album. Dann haben wir hier die Bonus-DVD, was es hier alles zu sehen gibt. Unter anderem Videoclips, Making-ofs, Interviews. Okay. Beteiligte und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ein Digipack. Hier eine schöne einsame Landstraße. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes schauen wir mal ins Booklet, das recht dick sein dürfte. Fotos, die auch, glaube ich, genauso wie das gesamte Artwork hier in Terlingua in Texas dort entstanden sein dürften. Jawohl, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks.
Und das Spannende auch an diesem Album ist, wir haben sowohl deutsche als auch englische Lieder. Also zum Beispiel hier der erste Track Moonshine, der hat hier deutsche Lyrics. Und dann haben wir den Track Never Ending Love Song, der hat hier englische Lyrics. Also ein bilinguales Album. Sehr schön. Also gelb auf jeden Fall hier die primäre Farbe in diesem gesamten Artwork. Jedes einzelne Bild hat seinen Gelbstich. Das ist nochmal das Tor vom Cover. Ja, hier ist tatsächlich kein Zaun. Das war keine Täuschung. Es ist tatsächlich einfach dieses einsame Tor, das hier sogar zugekettet wurde. Warum auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass es an irgendwas erinnern soll. Wie so ein kleines Mahnmal. So, dann die vier neben dem Wohnwagen. Breaking Bad lässt grüßen. Wohnwagen in der Wüste. Fotos, Fotos, Fotos. Hier vor so einer kleinen Blechhütte. Was war das jetzt? Ah, okay. Noch weitere Lyrics. Lyrics, Lyrics. Nein, hier sind keine Lyrics mehr. Hier sind die Infos. Also einmal die Infos zum Album, die Credits. Und dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch Merchandise und weitere Produkte der Band. Okay. So, dann verstauen wir das Booklet wieder. Kommen zur Album-CD. Wenn ich sie rausbekomme. So. Hier haben wir die Landschaft wieder. Also diese karge Wüstenlandschaft in Texas. Und die DVD. Die hat hier den FSK 12 wieder drauf. Hier links. So sieht das aus. Und ganz rechts haben wir dann auch nochmal die Tracklist zum Album, also auch zum Inhalt der DVD. Okay, so, packen wir wieder zusammen. Falsch rum. So, jetzt passt's. Also, das Album und die DVD. Wir haben zusätzlich auch noch eine Bonus-EP, die da nennt sich Radio Mono Bonus-EP. Ist vom Design her gestaltet wie schon die Box. Moment. Genau, also auch hier diese Zierleiste, alles genau wie die Box. Und was auch spannend ist, ich dachte am Anfang immer, meine Box wäre irgendwie verunreinigt oder dreckig, aber das gehört hier tatsächlich zum Artwork, denn auch hier kann man das gut erkennen, diese grauen Tapser hier, diese Flecken, die sind auch tatsächlich hier auf diesem Cover drauf, das gehört hier dazu. So, auf der Seite lesen wir wieder Mono, Radio Mono und Bonus EP. Und wir haben hier vier Tracks. Wir haben Radio Mono, dann Ghost Riders in the Sky, also diese zwei Tracks sind neu. Dann Tag X in einer Akustikversion und Highland. Und das ist in diesem Fall ein Remix von Die Krups. Okay, also vier Tracks gibt es hier oben drauf. Hier nochmal die Tracklist. Und dann haben wir hier die CD. Die ist hier so eingesteckt. Die sieht so aus. Okay. So, das war's zur Musik in dieser Box. Dann kommen wir zur Autogrammkarte. Die ist quadratisch. Die vier Mitglieder hier wieder vor dieser Blechhütte. Alle vier haben hier unterschrieben. Karl, Manuel, Kata und Martin. Bin nur gerade etwas eins. Ja, okay, doch, weil hier einmal verrutscht ist scheinbar, beziehungsweise bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier eine Unterschrift ist, aber rein so von den Farben her, nein, sieht es echt so aus, als wäre das hier einfach nur verrutscht. Also das ist eine Unterschrift hier, das hier dann die zweite, das die dritte und das die vierte. Nachdem hier nämlich bei Martin etwas leer aussieht und es bei Karl hier so aussieht, als wäre das ein Schriftzug. Nein, aber es dürften doch tatsächlich alle vier sein. So, dann haben wir ein Poster mit dabei. Klappen wir mal auf. So, auch hier wieder die Band zu sehen in dieser Wüstenlandschaft. Okay. Und scheinbar habe ich mich doch getäuscht, denn wir sehen hier dieses bekannte Tor mit dem Kreuz hier drauf. Und hier kann man es dann tatsächlich sehen, wir haben hier, wenn auch sehr dünn, so einen Drahtzaun. Und die ersten Pfeiler kommen dann erst etwas weiter links und etwas weiter rechts. Die hat man auf den anderen Fotos nicht gesehen. Von daher dürfte das Ganze doch einen Zaun haben. Okay,
Also, ich habe mich scheinbar getäuscht. Unten rechts Mono Ink Terlingua zu sehen. Das Poster im Querformat und einseitig bedruckt. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, wo ich bis jetzt noch nicht genau weiß, was es ist. Wir haben hier nämlich so ein Säckchen. Ein schwarzes Säckchen mit silbernem Aufdruck. Okay, dann machen wir hier mal auf. Und es sieht mir stark nach Halskette aus. Jawohl. Wir haben hier einen Plastikbeutel, also einen kleinen Kunststofftransparenten Beutel. Und das ist der Inhalt. Wir haben hier ein schwarzes Band, also ein schwarzes Stoffband, hier vorne zusammengeknotet. Und unten haben wir dann das hier. Ja, sieht für mich ein bisschen so nach einer Patrone aus, Mono Ink. Lesen wir hier dann natürlich vorne auch den Raben drauf, das Logo. Und auf der Rückseite lesen wir, was steht hier? Hast du geliebt, hast du gelebt, wenn's heute zu Ende geht? Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Wenn auch sehr klein. Und man hat das tatsächlich auch noch durchnummeriert. Dieser Anhänger hier ist Nummer 1495, wie auch meine Box. Also das ist schon heftig. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, dass man hier tatsächlich die Halskette ebenso mit einer Seriennummer versehen hat. Respekt. Und woran man hier auch gedacht hat, man hat hier eine zweite Variante mit reingepackt, um das Ganze festzumachen. Also entweder man trägt das Ganze hier mit der bereits festgemachten Variante, also mit diesem schwarzen, dickeren Stoffband. Oder wenn man darauf keine Lust hat, dann kann man das Ganze auch einfach abmachen, den Knoten öffnen. Und dann hier mit Hilfe von diesem Ding hier das Ganze etwas schlanker tragen, also mit diesem kleineren, mit diesem zarteren Band hier. Ja, nicht schlecht. Also da hat sich auf jeden Fall jemand was dabei gedacht. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Halsband, diese beiden Bänder hier, inklusive diesem Anhänger hier. Wie gesagt, der ist durchnummeriert, wie auch die Box. Kommt hier in diesem schwarzen Beutel. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Autogrammkarte, quadratisch von allen Vieren unterschrieben. Die Bonus-EP Radio Mono mit 4 zusätzlichen Tracks. Und natürlich das Album an sich, Terlingua im Digipack. Das Album sowie auch die DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Terlingua von Mono Ink. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mono Ink unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.